we decided to do this video in German because we had someone comment. Tom, you commented that you wanted to see us do a boba tea review in German. So this is what you wished for. This is for you. This is for you. Just for you. And if you also have something that you want us to do or to say, then please write it in the comments. Write it in the comments. Aber jetzt geht's hier Deutsch weiter hier. Deutschsprachige Gemeinschaft. Deutschsprachige Gemeinschaft. I said, oh, mamma mia, I need another quarter pizza from the pizzeria. Or maybe gasoline, a feed and a feeling, I'm finna need it. Cause no amount of the pussy will ever be enough. Yeah, I don't give a fuck. Oktober kommt. Warum freust du dich? Halloween. Warum freust du dich? Nein, es wird kalt. Guck mal, da ist ein bisschen Blätter. Renn da hin und frohlocke ein bisschen durch die Blätter. Geh frohlocken. Geh frohlocken, Alice. Wow, wäre ich schlau gewesen, wenn ich vor dir wäre, aber das ist auch nicht schlecht. Oh, verlockst. Oh, du rückwärts verlockst. Oh. Warte mal. Ich glaube, ich habe meinen Beutel verloren. Was für? Ja, den Beutel, den Snackbeutel. Ich habe das eben abgemacht, meinst du? Was? Ah, da haben wir es. Oh mein Gott, der Snackbeutel! Hallo, Luna! Du hast ihn gefunden! Wow! Schön! Oh, hallo, Luna! Hallo, Luna! Der Snackbeutel! Der Snackbeutel! Der Snackbeutel! Willst du dich zu mir auf die Decke setzen, Luna? Auf die Decke? Ja, auf meine Jacke. Auf die Decke? Ja. Aluna, hallo, macht es. Aluna hat sich sehr eingeladen gefühlt. Nein. Ach, ich sehe schon wieder aus wie bei Hempels unterm Sofa. Was? Hempels unterm Sofa? Kennst du das nicht? Das ist so ein richtig deutscher Spruch. Hempels unterm Sofa. So, hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa. Das heißt, hier sieht's voll unordentlich aus. Voll. Ja, ich weiß auch nicht, woher das kommt. So, wir waren heute bei Bobalism in Pankow. Die haben zwei Shops in Pankow. Einmal im Rathauscenter und einmal hier an der Berliner Straße, wo wir jetzt sind. Yes. Und ich glaube, ich war da schon mal drinnen. Also, das, was wir heute gekauft haben, ist einmal dieser Butterfly-Effekt mit Kumquat und Zitrone, grünem Tee plus einem Topping, aber wir haben zwei genommen. Das wären einmal Green Apple Boba und Peach, also Pfirsich. Dann haben wir den ganz einfachen, da steht White One, also das ist mit Hafermilch, einen Brown Sugar Boba Tea. Aber ich muss sagen, dieser Butterfly-Effekt sah nicht so gut aus, wie auf dem Bild. Ja, das stimmt. Da war ich schon enttäuscht. Ich irgendwie auch. Hier riecht es nach Kuhscheiße. Und ich müsste es kennen, ich komme aus dem Dorf. Ich riech nichts. Du riechst nichts? Nee. Ja, jetzt ist es auch weg. Wir haben beide wieder in M bestellt, also die kleinste Größe. Mhm. Das sind wieder 500 Milliliter, die größte Größe ist 700 Milliliter und wäre L. Für diese ganz normale Brown Sugar Bubble Tea in M, das kostet 4 Euro. Wir haben aber noch Hafermilch dazu genommen und das hat wahrscheinlich 50 Cent extra gekostet. Ich sage wahrscheinlich, weil wir den genauen Beleg nicht haben. Aber wir haben es ausgerechnet und es müsste 50 Cent extra gekostet haben. Genau, weil ich hier anstatt einmal Popping Boba, also Perlen, einmal Perlen, zweimal Perlen genommen habe. Warum auch immer. Ich habe das Schild gesehen und dachte mir so, ja, grüner Apfel und Peach, das ist gut. Und dann habe ich nicht weiter darüber nachgedacht, dass es mehr kosten könnte oder nicht. Also für die extra Perlen haben wir 50 Cent extra bezahlt, aber an sich kostet dieser Butterfly-Effekt 4,50 Euro. Und das sind alle diese Signature, kosten alle 4,50 Euro. Mhm. Was so ziemlich der normale Preis war, obwohl es ja auch eher Richtung 5 Euro geht, besonders mit den Signature-Dinger. Ja. Das ist dann preislich eigentlich besser, würde ich sagen. Und ich muss hier sagen, wenn du es in L bestellst, kostet das, dieser Brown Sugar Bubble Tea kostet in L nur 50 Cent mehr. Mhm. Und
Auch die Signatures kosten nur 50 Cent mehr, was bedeutet, du würdest für L 5 Euro zahlen und das ist ziemlich günstig. Das stimmt. Also, ich würde 3 Punkte geben, ja, für den Preis. Ja, würde ich auch sagen, 3 Punkte. Definitiv 3 Punkte. Als nächstes vegan. Es gibt eine vegane Option, allerdings muss man 50 Cent extra bezahlen, deswegen 2 Punkte. So, jetzt die Boba. Also, die Konsistenz von den Brown Sugar Tapioca Perlen ist total weich irgendwie. Mhm. Sie zerfallen sehr schnell. Also ich habe das Gefühl, man kann dieses Getränk fast trinken, ohne zu merken, dass da Boba-Perlen drin sind, weil du kannst sie so mit runterschlucken. Und bei den anderen, bei den Popping-Boba, die sind klein. Die sind viel kleiner, die Schicht ist auch dicker. Mhm, die sind fest, ja. Ich würde fest nicht sagen, aber die Schicht, diese durchsichtige Schicht ist dicker. Ja. Würde ich sagen. Und ich habe das Gefühl, sie schmecken sehr intensiv. Mm-hmm. Aber ich finde, die machen weniger Spaß als die großen, weil die großen kannst du mal mit dem Mund halb bisschen mit spielen. Mit rumspielen. Ja. Irgendwie so ein bisschen so. Mein Favorite ist es nicht. Ich würde dann eher auch Richtung 2 gehen. Aber fair finde ich das auch nicht. Nur weil es nicht meins ist, dass es mir ein 2 gibt. Aber die sind ja gut. Ja, aber das hier alles ist ja sehr subjektiv. Oh. Da ist der schöne Hund. I've been thinking about good times. So tell me all your worst lies. I believe them if I try. For the sake of time. Just give me fresh, ob sie jetzt frische Zutaten frische? Verwendet haben. Ja, 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 frisches Obst und Gemüse. Frisch. Dann kommen wir Früchte, weil wir frische Früchte benutzen, weil frische Früchte frisch sind. Okay, ich beende das hier mal. Fischers Fritz fischt frische Fische. Frische Fische. Frische Fische. Frische Früchte gibt's. Früchte. Frische, lass mich, ich kann nicht mehr. Eine Frucht. Ja. Frische Früchte. Oh. Ja, wir haben nichts bestellt, wo man jetzt sonderlich sehen konnte, ob es jetzt frisch ist oder nicht. Aber ich habe bei keinen anderen, die rausgekommen sind, Früchte in deren Getränke gesehen. Ja. Boah, wir sind sehr hart. Wir sind sehr hart heute, muss ich sagen. Dann geben wir einen Punkt. Come on. Weil es schmeckt ja nicht scheiße. Ja, 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 ja. Sustainability, Nachhaltigkeit, ökologisch. Es ist wieder Plastik. In Plastik. Die Plastikstrohhalme waren eingepackt in ein Plastiktütchen. Ja, und es gibt da auch keine Möglichkeit, obwohl draußen stehen Bänke. Man kann sich draußen hinsetzen und so, aber auch alle Leute, die ich draußen habe sitzen sehen, hatten auch alle Plastikbecher. Diese Plastikbecher. Du, irgendwann, wenn wir ein bisschen Geld verdienen von unseren YouTube-Videos, ja. Von unseren YouTube-Videos. Das Erste, was wir mit dem Geld machen, wir kaufen uns so Becher mit so Röhren. Weil das kann ja auch nicht sein, dass wir hier mit den Videos über Sustainability labern und dann aber ständig die Sachen holen. Klar, ja. Es ist ein Punkt dann für das Geschäft, weil sie das anbieten. Aber wir können ja sehen, wenn Leute was bestellen. Ja. Deswegen. Also das hat mal wieder 0 Punkte. Yes. Jetzt kommen wir zum Geschmack. So, da würde ich jetzt das reinschneiden, was wir vorher aufgenommen haben. Du faule Nuss. Das ist irgendwie sehr zitronig. Aber wenn du diese, wenn man in Deutschland, hier kann man ja diese Zitronen in Plastik kaufen, wo nur der Saft drin ist. Ja. Man squeezt das so raus. Ja. So schmeckt es ein bisschen danach. Ich weiß, was du meinst. Ich finde es ganz lecker, aber nichts Besonderes. Ich finde auch, es schmeckt halt wie dieser vorgepresste Zitronensaft, so ein bisschen. Immer rühren. So, schon, der ist nicht zu süß. Ich finde, man schmeckt auch nicht so sehr die Hafermilch. Man, süß ist lecker. Jo. Es ist lecker, aber es ist nicht so, muss ich jetzt nicht nochmal. Ja, es ist lecker, aber normal lecker. Also einfach 2 Punkte. Mhm. Ja, wie war die Straw Insertion? Also wie war das Reinstecken des Strohhalms? Es war okay, es war einfach, es war nicht schwer.
Es war gut, aber es war nicht satisfying. Ja, diese Plastikcover sind halt wieder total dünn, sodass wenn du da reinstichst, dieses Ganze wieder aufreißt und das Loch wird immer größer, weil die Plastikfolie sich langsam abschält und ohne dass abrollt. Du viel was machst. Also ja, es war nicht schlecht, aber auch nicht gut. Zwei Punkte. Ästhetik. Ich muss sagen, ich rede einfach weiter, ne? Also, als ich das auf Instagram und so in den Laden gesehen habe, dachte ich so, boah, da will ich hin, ne? Die Drinks sehen geil aus und das sieht alles richtig cool aus, was die da haben. Und die haben auch so, finde ich, eine total coole Auswahl an Drinks. Also auch, dass sie diesen ganz normalen Brown Sugar Milk Tea auch in verschiedenen Variationen haben. Also vielleicht hätten wir noch ein Brown Sugar Milk Tea nehmen sollen vielleicht. Mit was anderem. Das war super schön. Also mit schön. Grüntee, also mit Taro, mit also so, das sieht echt toll aus. Und dann geht man halt zu dem Laden hin und das Erste, was einen anwinkt, ist dieses Männchen da, das immer, also ich finde das ja furchtbar. Und dieser Arm, der dich die ganze bewegt, der war so dreckig. Also wie viele Leute das angefasst haben müssen. Und du hörst halt auch immer diese Luft, die rein und raus geht, ne? Damit dieser Arm klappt. Ja, und das ist halt immer. Dann ist man reingegangen in den Laden und ich muss sagen, drinnen ist es schön. Die haben so eine ganze Statement-Wall, so eine Wand, die halt super schön dekoriert ist und auch mit Pflanzen und allem und es ist irgendwie so eine warme Atmosphäre. Ich mag das auch irgendwie. Das haben sie echt schön eingerichtet. Ja. Aber ich muss mal ganz kurz einen kleinen Haken drüber machen. Ich finde die bei Instagram, die richtig schön aussehen, wie jetzt zum Beispiel Tudu am Alexanderplatz oder jetzt gerade Bobalism, die sind sehr schön, aber ich finde, die sind dreckig. Auf irgendeine Art und Weise sind die immer so jetzt nicht so krass dreckig, wo man denkt, Alter, hier will ich keine Bilder machen, sondern irgendwie der Boden ist dreckig und es ist immer ein bisschen so, Klammer wieder zu. Ja, und dann sieht man halt diese schöne Geschäft, aber man kann sich nicht reinsetzen. Ja. Das ist halt nichts drin, es sind nur diese Holzbänke draußen, wo man überhaupt sitzen kann. Und dann bestellt man sich diese echt nice aussehenden Drinks und bekommt halt dann was halt aussieht wie jedes andere. Ja, also ich meine schon, es war schon schön, dass es halt oben das Violette war und dann geteilt vom anderen. Aber ganz ehrlich, das vom Bild, das war so viel farbenfroher. Das war wirklich drei Schichten von verschiedenen Farben. Das war ein bisschen enttäuscht. Ich fand den Brown Sugar Milk Tea sah gut aus, aber ich finde, das ist auch ziemlich einfach, gut aussehen zu lassen. Ja, und auch der sah jetzt nicht so aus wie noch nie gesehen, toll. Ne? So. Also das muss auch nicht jedes Geschäft, aber ich war einfach ein bisschen enttäuscht davon dann am Ende. Also, Sternchen ja oder nein? Kein Sternchen. Es ist ja nicht nur der Platz, es sind auch die Getränke. Ja, kriegt es einen Omi-Punkt? Würde ich mit meiner Omi dorthin gehen? Also, nein, ich glaube nicht. Das würde einfach nicht passieren. Das ist unsere Punktzahl. 12. War es 12? Ja, 12. Traurig. Also wir hatten schon viel schlimmer. Ja, das stimmt. Wir hatten definitiv schlimmer. Ja. Ich habe übrigens eine Liste gemacht mit all den Bubble Tea Läden, wo wir schon waren und wie viele Punkte wir denen gegeben haben und so, dass wir genau sehen können, wer bis jetzt der beste Renner ist. Genau. Stell dir vor, irgendwann sind wir fertig und können wir wirklich sagen, so Leute, das ist die letzte ganze Folge. Ja. Das ist unsere Liste von Berlin, die Reihenfolge, the ranking of the rankings of the Bubble Teas. Ja. That's the goal. Ich hoffe, Tom, wir konnten dich zufriedenstellen mit dem deutschen Video. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Oder ja, auch allen anderen, die Deutsch. Bitte schreib mal einen Kommentar, ob du das geguckt hast oder ob wir Deutsch aufgenommen haben für so jemanden, der überhaupt nichts mit uns zu tun haben will. Du, okay. Hätte ja auch sein können, aber dann haben wir jetzt immer. Dann haben wir jetzt ein deutsches Video. Ein deutsches Video, ist auch gar nicht so schlecht. Ja. Okay, Freunde, wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ciao. Danke, dass du da warst. At the merchants and I purchased what my curse is in between these verses, how I really feel. So tell me, are you both lies? I believe them if I try. For the sake of time, just give me a eye. I've been thinking about good times.